Was ich toll finde, ist, dass er ja eigentlich so in die Diagonalen geht. Also er macht ja quasi alles auf. Und das finde ich einfach geistig wahnsinnig inspirierend. Eine Riesenehre, eine Riesenfreude. Auch wenn er sagen würde, ihr seid alle bescheuert, mein Leben ist so langweilig, wie könnt ihr nur eine Serie drüber machen? Die haben beide, glaube ich, etwas in dem anderen gesehen, was sie brauchten. Franz Kafka gilt als einer der bedeutendsten deutschsprachigen Schriftsteller. Zum 100. Todestag des Literaten befasst sich Regisseur David Schalko in seiner sechsteiligen Serie Kafka mit verschiedenen Aspekten von dessen Leben. Du wirst nie Schriftsteller, wenn du nicht schreibst. Ich schreibe ja. Schreib mehr, dann wird es nicht gut. David, wie wolltest du dich mit deiner Serie Franz Kafka annähern? Naja, uns ging es in erster Linie um die Verbindung von Leben und Literatur. Also wie aus diesem recht unspektakulären Leben so eine große Literatur entsteht. Was war so deine Vorstellung vom Stil der Serie? Also wie sollte das Ganze inszeniert werden? Kafka-gerecht, sage ich jetzt mal. Also es geht nicht darum, eine naturalistische Darstellung seines Lebens zu machen, sondern jede Szene, auch wenn sie in der Realität spielt, könnte eigentlich aus einem Kafka-Roman sein. Genau, und Joel Barsbang also spielt wirklich phänomenal. Wie habt ihr ihn gefunden? Das war fast eine Erscheinung, weil er von mehreren Seiten gleichzeitig kam. Innerhalb von einer Woche wurde er von mehreren Leuten ins Spiel gebracht und als er dann da war, wir kannten uns auch schon, besticht er nicht nur die physiognomische Ähnlichkeit, sondern er hat sich ja Kafka auch wirklich anverwandelt und man hat nach 6 Folgen das Gefühl, einen echten Kafka gesehen zu haben. Menschen werden das lesen. Das hoffe ich. Und sie werden sich fragen, wer ist dieser Kafka? Sollen sie. Was hat dich besonders daran gereizt, Kafka zu spielen? Die Tatsache, dass wir ihn endlich mal erzählen können, ohne klischeebehaftet das Ganze irgendwie anzuschauen. Und er ist ja einer der bedeutendsten deutschsprachigen Literaten. Was bedeutet es dir persönlich, dass du ihn eben spielen konntest? Eine Riesenehre, eine Riesenfreude. Auch wenn er sagen würde, ihr seid alle bescheuert, mein Leben ist so langweilig, wie könnt ihr nur eine Serie drüber machen? Eine Riesenehre. Und was würdest du sagen, was ist so das Besondere an der Serie? Wir sagen nicht, so ist er. Wir sagen und zeigen eine Seite von Kafka, die wunderschön recherchiert ist und unsere Version von Kafka ist. Und am Ende kann jeder und jede damit anfangen, was sie wollen. Und dann ist da noch Kafka. Er ist vielleicht der größte Schriftsteller der Welt. Oh. Darunter tun sie es nicht. Was hat dich denn besonders daran gereizt, den Max Brod in der Serie zu spielen? Also hauptsächlich das Drehbuch. Das fand ich ganz fantastisch. Das war unglaublich toll geschrieben. Man war sofort da drin. Und es war wild, das war anders. Das war kein klassisches Biopic, sondern die Schauspieler haben mit den Zuschauern gesprochen und der Erzähler erzählt die Geschichte. Und es war einfach, ja, es war einfach anders. Und für mich war das einfach ein Geschenk, diese Rolle, dass ich dabei sein durfte. Das war erstmal eine große Ehre. Genau, und was würdest du sagen, was hat so die Beziehung zwischen Franz Kafka und Max Brod ausgemacht? Also für mich sind die so ein bisschen Yin und Yang eigentlich. Also die haben beide, glaube ich, etwas in dem anderen gesehen, was sie brauchten. Und sie brauchten sich und sie haben sich wahnsinnig unterstützt. Der Max Brod war ja sein Förderer, sein Mentor. Der hat unglaublich an sein Talent geglaubt und wollte ihn rausbringen und hat die Gespräche mit den Verlegern geführt und war eigentlich irgendwann wie so ein Literaturagent und hat alles getan, dass die Welt ihn liest und ist natürlich dann letztendlich auch über seinen Willen alle Werke zu vernichten hinweggegangen und ich glaube aber, das ist immer aus einem Ort der Liebe gekommen bei ihm, weil sie sich einfach unglaublich geliebt haben. Liv, was hat dich denn besonders daran gereizt, die Milena in der Serie zu spielen? Ich finde es sehr interessant, dass sie quasi diese Beziehung, also in einer Folge eigentlich ihre ganze Beziehung theoretisieren und intellektuell versuchen zu verhandeln, ob das gehen kann oder nicht gehen kann. Und sie ja sich letztlich dafür entscheiden, dass es nicht so ist. Und das finde ich, also so dabei zu sein, also ich fand es auch irgendwie sehr modern. Ich fand es eigentlich wie ein modernes Beziehungsgespräch. Und das hat mich irgendwie sehr beeindruckt und ich wollte schon immer mit Joel zusammen, mit Joel Barsbang
saß man schon immer zusammen spielen und das ging dann quasi in Erfüllung. Genau, und die fünfte Folge, also die ist ja, lebt ja von sowohl den Dialogen als auch von eurem brillanten Schauspiel. Und wie ist es, wenn man so eine Folge hat, wo einfach sehr, sehr viel Text zu lernen ist? Ist das besonders schwierig im Vergleich zu anderen Rollen? Oh ja, also ich war kognitiv wirklich sehr herausgefordert. Also ich habe ja mit tschechischem Akzent und tschechischen Sätzen auch gesprochen und ich spiele ja kein Theater, also so, ich habe nicht so viel Erfahrung mit, also ich habe natürlich irgendwie durch Babylon Berlin Erfahrung mit viel Text schon, aber also das ist schon sehr, sehr viel gewesen. Also es war für mich eine wirklich kognitive Herausforderung. Ich habe vorher mit Anthony Hopkins Freud gedreht und der Dreh hatte sich immer weiter ein bisschen nach hinten verschoben. Das heißt, meine Vorbereitungszeit hat sich total verkürzt und das hat mich schon sehr unter Druck gesetzt. Also es war nicht leicht. Ja. Aber ist wirklich sehr brillant gelungen. Danke, in dem Fall kommt es wirklich an, weil ich da wirklich im Wiener Wald stand und wirklich dachte, oh mein Gott, hoffentlich wird es irgendwie okay und hoffentlich stehen wir hier letztlich und du sagst, dass es okay ist. Ja, ich hätte am liebsten noch 3 Stunden zugehört, wirklich. Ja, wirklich? Ja. Und was würdest du sagen, ist so generell das Besondere am Stil der Serie? Ich finde es auch eben sehr modern und sehr, also ich habe auch noch nicht alles gesehen, also für mich ist jetzt selber eine Überraschung, alles zu sehen. Aber ich finde den Blick und die ganze, also was ich toll finde, ist die Kamera und das Licht und die ganzen Settings. Also ich finde, es hat eine ungeheure, also Martin Geschlacht macht ja die Kamera, begnadeter Kameramann. Und Daniel Kehlmann hat das Drehbuch geschrieben, David Schalko Regie geführt. Also ich finde es wirklich, wirklich sehr bereichernd und interessant und finde eben auch, dass auch so wie Daniel Kehlmann schreibt, kann es auch durchaus mit Franz Kafka aufnehmen, finde ich. Also es hat einen unglaublichen Sog. Und das spüre ich auch in der Serie. Wen spielst du und was hat dich so an dieser Rolle gereizt? Ich spiele einen Verleger, der erste Verleger, der Kafka quasi in seinen Verlag geholt hat. Und also in erster Linie wollte ich mit diesen Leuten arbeiten. Das sind so viele tolle Kollegen und David Schalko, dann natürlich Martin Geschlacht als Kameramann. Genau, das waren eigentlich die Hauptgründe. Und die Szenen waren sehr lustig und dann haben Spaß gemacht zu lesen und auch zu spielen. Also das war so die Hauptmotivation. Genau, was würdest du sagen, was macht so den Stil vielleicht auch von David Schalko und der Serie aus? Ich habe die Serie noch nicht gesehen, aber David Schalko ist natürlich, hat immer einen Witz, hat immer, sieht anders auf die Dinge drauf und ja, das ist schon sehr speziell. Ein Schalko-Projekt ist schon eine Sache für sich. Und was würdest du sagen, was macht auch 100 Jahre nach dem Tod von Kafka noch dessen Faszination aus? Sehr gute Frage. Also ich habe in meiner Studienzeit habe ich Kafka, natürlich haben wir viel Kafka gelesen und auch gespielt. Und ich konnte total damit andocken, weil diese Fantasie, die dieser Mann auslöste oder in einem, also das hat man irgendwie auf diese Art noch nicht gelesen gehabt, finde ich. Und selbst heute ist das noch immer speziell und hat seinen ganz eigenen Ton und Charakter. Ich kenne keinen, der so schreibt. 3 Sätze von dem Buch, ich kenne keinen. Ich würde sagen, die Sprache und diese, eigentlich sozusagen wie dieses Verrückte oder dass er sozusagen diese ganze Psyche, also eine auch weirde Psyche so umarmt, wo ich sagen würde, dass das eben auch deswegen modern ist, weil wir uns natürlich heute auch mit irgendwie Psychologie ganz anders beschäftigen und das so auf eine poetische Art und also was ich toll finde, ist, dass er ja eigentlich so in die Diagonalen geht. Also er macht ja quasi alles auf und das finde ich einfach geistig wahnsinnig inspirierend und deswegen auch sehr relevant. Ich glaube, das ist allgemeingültige Literatur geschrieben, die für heute genauso gilt wie für damals. Der Mann, der verhaftet wird und nicht weiß, warum, ist ein Bild, das in allen Zeiten seine Entsprechung hat. Ich glaube, dass er schon auch viele, viele Ängste, Albträume sozusagen vorweggenommen hat, mit dem wir jetzt immer noch zu tun haben und viele Themen, die einfach nochmal sich mehr überspitzt haben und dieses Gefühl irgendwie, gerade wenn man sich irgendwie das jetzt mal das Internet anschaut, so dieses Gefühl, dass man irgendwie da auch selbst im Internet, man surft, man wird da irgendwie beschattet, man hat so ein Gefühl von beobachtet werden und so kleine Sachen, die so in unserem Alltag total präsent sind. Und da gibt es diese große Macht, die das alles beobachtet und was das mit diesen einzelnen Personen macht, das hat er total vorweggenommen irgendwie und es ist zeitlos und es ist spannend und lustig und absurd zu lesen und ich glaube, und genau das, dem wird aber die Serie auch gerecht, weil sie einfach sehr,
sehr anders so dieses Leben erzählt. Und was ich auch ganz toll finde, ist, dass man halt merkt, wie diese Werke entstanden sind. Also dass man einfach merkt, was aus seiner Autobiografie, welche Teile dazu geführt haben, dass er diese Werke geschrieben hat und was er da verhandelt hat. Ihre Verwandlung hat mich in Albträume hineingeweckt. Gregor? Da hat er sich, mein Herr Sohn, zum Heiraten entschlossen. Das war's jetzt hier von der Premiere von Kafka. Und wenn ihr neugierig geworden seid, alle 6 Folgen gibt es in der ARD-Mediathek. Für Sie ist es ein Buch, aber für uns war es unser Leben.